Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Wir sind jetzt in Teil 2. Verzeih das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Laser gab's doch im ersten Teil noch gar nicht. Gut, da soll der wohl rein. Oh. Und der ist tödlich? Ja, ist er. Aber er wirkt. Kann man hier rein? Ja. Gut, ich sehe, man muss erst auf die Plattform und dann den Laser da hinlenken. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Oh. Sehr schön. Also ich mag solche Sachen. Thermal Discouragement Beam. Entmutigungsstrahl. Oh, das hat ihm sauber die Stuhllehne abgesäbelt. Das ist, unschön. Zum nächsten Test gehören Entmutigungsumlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Ja, das haben wir schon in der ersten Folge gelernt. Mit Space springen wir und reden nicht. In der Ecke? Ach, in der Ecke. Komm raus, der Würfel. Hallo. Na gut. Ah! Ach, da ist ein Schalter. Ja gut. Ach, dann wird der hier aufgelöst und es kommt ein anderer. Arge Portalphysik. Na also, was kann dieser Würfel? Das. Schön finde ich, dass das so kurzzeitig auch Spuren hinterlässt in der Wand, aber naja. So, wo muss der Strahl denn hin? Ach da. Gut, und jetzt muss er hier hoch. Wie macht man das am besten? Auf die Weise. Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Ja, jetzt will die uns wohl hier durch die Kammern mobben. Ganz gemein. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Kaum sage ich sowas, kommt dieser Spruch. Zwei Laser und... Wow. Naja, immerhin räumt sie auf. Gut, was machen wir? Der Laser muss wohin? Ah, dahin. Was macht das? Ach so, das ist einer der Teile für die Tür. Oder sollte ich vielleicht den Laser woanders hinpacken? Wo genau muss denn noch der andere hin? Hopp. Ach, hier geht's noch lang. Zu viele Variablen. Suck his luck. Aha. Ach, das kommt aus dem Radio, die Musik.
Ach, da muss eins hin. Sind, wenn das Ding da reinhält? Ist ja nichts. Also, Portal müssen wir dann so machen. Jetzt halte ich mal da rein. Es unterbricht den Strahl? Was für ein Radio ist das? Ja, gut. So. Erstmal draufgelegt. Wir müssen kurzzeitig den Laser unterbrechen. So. Und jetzt so. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Das habe ich... Och, nee. Für eine Maschine ist die echt gemein. Aber ich finde Gladys eigentlich klasse, vor allem wegen solcher Sprüche. Moment. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Okay. Ich glaube, die Brühe ist wieder giftig. Ich glaube, die wird im Editor... Ja, es gibt in diesem Spiel einen Editor, womit man halt, sich eigene Maps bauen kann für Multiplayer und Singleplayer. Und die dann halt im Internet teilen kann. Ja, und damit kann man dann so ein bisschen halt rumspielen, sag ich mal. Und da gibt's dann tatsächlich auch die Bezeichnung tödliche Suppe für dieses Zeug. Wenn das tödliche Suppe ist. Ja, ist sie. Muss man ja auch mal überprüfen. Gut. Erstmal schauen wir, was wir überhaupt machen müssen. Wir müssen den Laser umleiten. Damit holen wir die Plattform dahin. Ah, gut. Oder besser, wir bewegen die Plattform. Ah, okay. Besser wäre es, wenn ich den Laser so lange erstmal laufen lasse, bis die Plattform wieder da ist. Und dann das blaue Portal erstmal schön wieder hier hinsetze. Und 3, 2, 1 und 0. Komm, Würfel. Lasst uns flüchten von diesem grausamen Ort. Und dahin. Ja. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Boah, die ist echt so gemein. Hat eine Ziege. Schwabbel zum Aufzug. Ach ja, nicht jeder ist ein Klappergestell. Wobei, ich glaube, wir müssen gleich nochmal Chell durch die Portale betrachten. Sowas ist auch schon mal nett gemacht. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Okay. Hui. Was macht das Ding? Ach, da wird ein Würfel immer wieder hochgeschleudert. Ah, gut. Das erklärt's.
Hab ihn. Und zurück. So, dann einmal hier draufsetzen. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Mehr oder weniger? Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Mal wieder. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Ach, beschwer dich nur. Gut, das Ding schleudert mich vermutlich dahin, dahin, dahin und weiter. Oh, ich sehe schon. Portal, Portal. Hui. Ansonsten wäre das etwas nach hinten losgegangen. So. Knopf lässt wohl hier was rauspurzeln. Ah, ne, Quatsch. Irgendwo muss doch was rauspurzeln, wenn ich den Knopf drücke. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Du musst nicht mit dem Müll testen, es ist nur Müll. Drück den Knopf nochmal. Ach, ich find's ganz interessant. Drücken wir nochmal. Diesmal ein Radio, das die alte Musik aus Portal 1 spielt. Ach Mist. Falsches Portal genommen. Dahin. So, der Würfel ist gelandet. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Der Müll ist also nicht autorisiert, hier durchzukommen. Einfach nicht drüber aufregen. Einfach nicht drüber aufregen. Diese Ziege. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Ich hab mich nicht erschrocken. Na gut, das lag am Untertitel. Was? Der Begleiter-Kubus. Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Aber... Nimm dir noch einen anderen. Oh nein, schon wieder vermasselt. Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Aber Begleiter-Kubus und Herzchen und süß. Ach, herzlos. Oh, wieder ein schöner Sprung. Bringen die einen immer... Ah, okay, das bringt einen auf die Ebene. Das heißt, erstmal machen wir das so, dass wir den Kubus hier oben haben.
Und dann springen wir mit dem Kubus mal hier runter. Hopp, und wir sind da. So, Kubus, du bleibst hier. Hui, yep. Da sind wir. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Ah, stimmt. Nimm bloß nichts mit. Da gab's eine Möglichkeit. Da gab's auch ein Achievement für. Ich muss nur kurz überlegen, wie das ging. Ich glaube, ach so, ja, so einfach. Einfach so. Ha! Verarscht, Gladys. Was? Ich glaube, dieser wollte gerade sagen, ich liebe dich. Sie sind so empfindsam. Und wir haben so viele davon. Ach, hier zum Heulen. Und ich würde sagen, mit diesen Worten beende ich dann auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Portal. Ich bin Scarecrow. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Let's Play. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!